Barbara Kratzers Fuß wird immer breiter, verknöcherter. Irgendwann passt er nicht mehr in ihre geliebten Pumps, nur noch in die breitesten Latschen. Das war richtig ein schlimmer Schmerz. So, dass man eben nicht mehr gehen wollte. Nicht mehr laufen. Thilo Schöffbeck ist leidenschaftlicher Skilangläufer. Vor 2 Jahren muss er wegen der Schmerzen im Zeh sein Hobby fast aufgeben. All das, wo man den großen Zeh eben beugen muss, das gelang mir dann nicht mehr. Was beide plagt, ist die Fußkrankheit Hallux rigidus. Knochenwucherungen am Grundgelenk des großen Zehs, auf der Ober- und auf der Innenseite. Durch Verschleiß ist der Knorpel des Großzehengrundgelenks abgerieben. Der Körper bildet extra Knochen, um den Verschleiß auszugleichen. Knochen reibt auf Knochen, das führt zu Druck und schmerzt. Das Gelenk wird steif. Der Hallux rigidus ist eine sehr häufige Erkrankung, also häufiger, als man vielleicht denken mag. Ich sehe den Hallux rigidus wöchentlich hier bei mir in der Sprechstunde und wir operieren das auch sehr, sehr häufig. Es gibt ja Patienten, die gehen grundsätzlich erstmal nicht zum Arzt und warten, bis es fast zu spät ist. Die kommen dann quasi im Endstadium mit einem nahezu zerstörten Gelenk. Simone Nissen ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Eine knöcherne Beule in ihrem rechten Großzehengrundgelenk ist über 4 Jahre gewachsen. Seit einem halben Jahr habe ich solche Schmerzen und habe gedacht, jetzt musst du ja mal hin. Dr. Schwall will es zunächst mit Einlagen versuchen. Darin ist eine harte Schiene eingebaut, die dafür sorgt, dass das Großzehengrundgelenk nicht mehr abrollen kann. Das soll bei der 47-Jährigen den Schmerz mindern. Die entscheidenden Kriterien zur Behandlung des Hallux rigidus sind einerseits der Schmerz und auf der anderen Seite Veränderungen im Röntgenbild, die wir sehen können. Und da ist einfach wichtig, dass wenn ein Patient schon starke Schmerzen hat und auch deutliche Veränderungen im Röntgenbild bereits zeigt, dass man ihn dann auch über operative Maßnahmen frühzeitig aufklärt. Auch Thilo Schöfbeck hat es mit solch einer Einlage versucht. Jetzt sind seine Schmerzen zu stark geworden. Er muss operiert werden. Sogar in Ruhe sticht es in seinem Fuß. Er kann nicht mehr auf dem Bauch liegen, den Fuß strecken. Schuld sind auch bei ihm Knochenwucherungen, die sich in seinem Zehengelenk gebildet haben. Das kann durchaus auch mal durch einen Unfall verursacht sein. Haben Sie da mal ein Ereignis gehabt? Ja, ich bin im Jahr 2000 mal von einem Baugerüst gesprungen. Da habe ich mir das Sprunggelenk gebrochen. Dadurch kam es wahrscheinlich zu Fehlbelastungen. Die Knochenwucherungen entstanden. Wir würden eben durch eine Operation diese Wucherung am Gelenk, diese Randzacken entfernen und die Beweglichkeit des Gelenkes wieder verbessern, sodass sie besser abrollen können und auch schmerzfrei sind. Die Ärzte tragen zuerst die Knochenwucherungen ab, um den Druck auf das Gelenk und den Schmerz zu mindern. Je nach Fuß sägen sie dann noch Teile des Mittelfußknochens heraus. Eine millimeterdünne Scheibe aus dem Mittelfußknochen verkürzt ihn und ändert den Winkel der Knochen, sodass Abrollen wieder möglich ist. Barbara Kratzerts Gelenk dagegen ist durch jahrelangen Verschleiß fast vollständig zerstört und versteift. Jetzt will sie nur noch ihre Schmerzen loswerden. Irgendwann habe ich gesagt, war ich mit dem Hund unterwegs und ich war froh, wie ich wieder am Auto war, weil das so weh tat. Da habe ich mir gedacht, jetzt ist Schluss, jetzt gehst du zum Arzt und lässt es machen. Bei ihr ist es zu spät, die natürliche Beweglichkeit des Zehengelenks zu erhalten. Die Knochenwucherungen haben sich auf und seitlich am Zeh gebildet. Bei diesem fortgeschrittenen Verschleiß können wir leider nur noch eine Versteifung des Großzehengrundgelenkes machen. Also ein gelenkerhaltender Eingriff ist nicht mehr möglich. Wir würden also hier in diesem Falle aus Ihrem fast steifen, doch stark schmerzhaften Gelenk ein schmerzfreies, versteiftes Gelenk machen. Bei solch einer Versteifung tragen die Ärzte zunächst die knöchernen Höcker rund um das Zehengelenk ab. Dann fixieren sie das fast schon zerstörte Gelenk mit 2 Schrauben. Danach reibt nicht mehr Knochen auf Knochen, der Druck ist weg. Das Gelenk steif. Ein Abrollen ist nicht mehr möglich, aber der Fuß kann wieder schmerzfrei belastet werden. Man kann eigentlich sämtliche Sportarten weiterhin ausführen. Wir haben Marathonläufer, wir haben Leichtathleten, die alles weiter betreiben können. Und man ist in der Schuhwahl natürlich etwas eingeschränkt. Also High Heels zu tragen wird schwierig, wenn man sich für eine Großzehengrundgelenksversteifung entscheiden muss. Barbara Kratzert kann inzwischen ihre Lieblingsschuhe wieder tragen. Dass sie nicht mehr richtig abrollen kann, stört sie nicht. Ich mache alle Tätigkeiten wie sonst und meine geliebten Pumps passen auch wieder. Und heute trage ich auch Kleid und Pumps wieder.